Gehen wir mal weiter. Zu Jennifer. Die macht unseren Versand. So, und es geht weiter zu Markus. Der macht noch unseren Final Check. Das heißt, jede Reparatur, die eigentlich bei uns gemacht wird, wird von ihm nochmal überprüft, ob wir auch wirklich an alles gedacht haben, ob alles so gemacht wurde, wie es soll. Geht nochmal alle Punkte durch, dass wir den Kunden dann nichts zurückschicken, was nur zu 90% gemacht wurde. Also alle unsere Kundenretouren landen am Ende irgendwann bei dir? Letztendlich landen sie vor dem Versand hier nochmal, ja. Okay. Werden eine Serie von Tests gemacht, funktionelle Tests, ob alles dabei ist, was dabei sein soll. Das gucke ich mir nochmal an. Ne? Und jetzt wird es nochmal spannend. Jetzt wird es spannend, ja, cool. Weil das ist so bei der Iris das Herzstück und der allererste Schritt, die Dehnmessstreifen aufkleben. Ja. Wie du siehst, im Moment hat sie fast nur die Pedalachsen von der Pedalparameter da liegen und ist eben auch ganz schön viel Handarbeit. Jeder einzelne Dehnmessstreifen, die sind ja nicht groß, die sind so ein Zentimeter auf einen Zentimeter, musst du perfekt ausrichten, reinkleben. Dürfen wir uns das mal anschauen im Detail? Ja, klar. Ja, magst du uns das mal zeigen? Da kann Iris dann wahrscheinlich auch. Ich laufe einfach mal hinein. Was machst du gerade? Ich habe Kleber aufgetragen, der muss erstmal einziehen eine Zeit lang, damit das nicht doll verrutscht. Ich habe auf den Achsen Markierungen vom Laser. Einmal waagerecht, einmal senkrecht. Und hier kontrolliere ich das nochmal. Weil darunter sieht man schon toll, aber. Unter dem. Genau. Und dadurch, dass du auf beiden Seiten kleben musst, hast du dann nochmal die Gefahr, dass es ein bisschen rutscht. Okay, also das mache ich jede Seite einzeln kontrollieren, plus dann nochmal beides kontrollieren. Und wenn die da liegen, werden die da vorne eingespannt. Also quasi diese kleinen Plättchen, this is where the magic happens. Genau. Da wird quasi dann nachher gemessen. Die Kraft, die ich aufs Pedal bringe, wird als Share DMS dann nachher verarbeitet. Ja. Klein, aber oho. Ja, cool. Oh, dankeschön. Jo, jetzt sind wir Produktion eigentlich schon durch. Ja, das ist unser Jonas. Der besorgt für euch gerade fleißig exakt Pedale. Ja, das ist, wie ihr seht, unser Besprechungsraum, AK Küche. Und also die ganzen Räume, die ihr jetzt gesehen habt, waren vorher eigentlich hier drin. Hier war eigentlich die gesamte Produktion, Powermeter, Power Control. Das war so der Anfang und das ist ein bisschen gewachsen über die Jahre. Bis wann habt ihr hier gefertigt in den Räumen? Oh, Stefan. 1999 haben wir dieses Gebäude hier bezogen. Davor haben wir bei Uli in Berlin im Keller gearbeitet. Tatsächlich, im Keller noch. Bis 99. Ist 99 nicht sogar die erste Tour de France mit Lance Armstrong und SRM gewonnen worden? Jonas, normalerweise. Ja, Uli ist ja vorher auch schon. Stimmt. Also quasi aus, logisch, klar. Stimmt. Ja, Ries auch. Ries auch schon, also quasi. Von seinem Amstelsieg. Ja, genau. Genau, stimmt, genau. Da fällt mir noch ein zu Björn Ries. Ich glaube, das war somit das erste große Rennen, was mit SRM am Rad gewonnen wurde. Da haben wir auch noch irgendwo den Fall dazu. Ist dann schon beeindruckend. Ich glaube, der hat die letzte halbe Stunde 420 Watt oder sowas getreten, nachdem er schon ein paar Stunden... Wie die Leistung zustande kam, sei dahingestellt. Ja. Die Werte mag ich nicht in Frage stellen. Die sind sicherlich sehr genau, aber... Ja, beeindruckend sind sie trotzdem. Sind beeindruckende Zahlen, definitiv, ja. Definitiv. Hier geht's weiter. Genau. Wir lassen euch alleine, Jungs. Danke. Vorsicht, jetzt gehen wir wieder zurück. Oh, machen wir mal Licht an. Ich glaube, die Lichter sind kaputt. Besser. Es wurde Licht. Ja. Hier ist unsere Wall of Fame, was so alte Artikel, ganz allererste Tests betrifft. Da ein Artikel aus dem Tourmagazin, ganz, ganz alt, wo man mal angefangen hat, Laufräder zu testen, auch einfach mal die Möglichkeit hatte, sich einen Powermeter dran zu schrauben, einfach mal auch objektiv zu vergleichen, wie viel Watt spart das jetzt? Wann war das ungefähr? Anfang der 90er? Das müsste, Mitte 90er gewesen sein. Oh, da siehst du noch die allererste Software damals noch, DOS-basiert. Die Tagestrainingsauswertung. Ja, DOS, also vielleicht für die Leute, die ein bisschen jünger sind, das war so ein ganz altes Betriebssystem, wo man noch mit dem blauen Hintergrund am PC, wo man noch Befehle richtig eingeben musste und nicht einfach irgendwo draufklicken konnte.
Ja, und ich sehe noch einige Trikots, die man auch so durchaus zur Wall of Fame zählen könnte. Oh ja, also wir haben eigentlich so von den Trikots her fast alle Wertungstrikots irgendwann mal bekommen. Ich sehe schon, Horner, habe ich jetzt, hat man Vino jetzt gar nicht. Kurov, Bartoli, Cavendish, Jan Ulrich, das, sehr schön. 30 Jahre Radsportgeschichten, die es hier einfach gibt, wo die Leute auch damals wirklich happy waren, dass mein Chef Uli Schroberer dann wirklich sich um die gekümmert hat und denen das auch damals noch erklärt hat, weil das war ja dann früher ganz neu, da konnte man nichts mit anfangen. Das waren irgendwelche Zahlen, 300, 400, 500, keine Ahnung. Wer waren so die ersten Sportler, die mit SRM trainiert haben? Die dann quasi auch wirklich je nach Jülich zum Uli gekommen sind und sich das also die aller, erklären lassen haben? Die allerersten, Greg LeMond war ein großer Kunde, Bjarne Ries damals. Ja. Ich meine, er war somit der Erste, der es auch wirklich sehr, sehr intensiv betrieben hat. Und dann eben Lance Armstrong. Ich meine, Lance Armstrong muss man einfach sagen, er war einfach in allem wirklich perfekt. Er hat alles zu 100% ausgenutzt und das Maximale rausgeholt. Und auch bei der Leistung messen, wo er gesagt hat, das bringt mir ein bisschen was, das mache ich, damit beschäftige ich mich. Ja, und mit Lance Armstrong ist dann eigentlich so der Markt wirklich dann groß geworden und da hat dann der Boom angefangen. Dann kam ja auch die erste Generation von Sportwissenschaften, die damit ein bisschen mehr zu anfangen konnten und die dann ihren Kunden auch gesagt hat, ja, das bringt was, ich kann dir auch erklären, was es bringt, ich kann dir auch erklären, wie man damit gut trainiert. Ja, und dann ging es los. Okay, super. Ich habe gesehen, ihr habt da vorne in der Vitrine noch einige alte Schätzchen. Sollen wir uns die mal anschauen? Klar. Das sind unsere allerersten Powermeter. Ich meine, was gerade schön hier liegt, wir haben das schon Pedal, vor 30 Jahren Pedale gebaut mit Leistungsmessung. Vom Prinzip her haben die damals auch schon gut funktioniert. Nur mit Das einzige Problem war eben, wie bekomme ich 7 Kabel, linkes Pedal, 7 Kabel, rechtes Pedal, alle zusammen nach oben an den Radcomputer. Ja. Da war damals dann irgendwann von der Technik her das Limit erreicht und hat gesagt, nee, das bringt nichts. Ich bekomme die Elektronik nicht klein und ich bekomme die Kabel nicht verlegt. Ich mache das lieber in der Kurbel. Ja. Da habe ich mehr Möglichkeiten. Aber ich sehe, ihr habt auch damals schon, ihr habt auch damals schon mit Look zusammengearbeitet. Mehr oder weniger. Oder war es Zufall, dass damals bereits ein Look-Pedal gewählt worden ist? Das war damals einfach, weil das waren ja die ersten Pedale, die es überhaupt gab. Da gab es noch gar nicht so viel Auswahl. Ja. Und die Elektronik war damals natürlich wesentlich größer. Da hat man natürlich ein Pedal gebraucht, was auch schön groß ist und genügend Platz innen bietet. Mittlerweile ist die Elektronik so klein geworden, dass wir die in die aktuellen Pedale mehr oder weniger ohne Probleme reinbekommen haben. Cool. Und den allerersten Power Control oder den zweiten Power Control habt ihr hinten liegen. Ja, genau. Das war noch mehr oder weniger von Hand geschnitzt. Das ist ein Holz. Ist aus Holz tatsächlich. Ja. Mhm. Okay. Und die Innereien sind teilweise aus einem Texas Instruments Taschenrechner entnommen. Tatsächlich. Und einfach neu verdrahtet. Ja. Darf ich mal heben? Der wiegt. Ja, klar. Ja, also wenn man den mal. Mit dem aktuellen Vergleich ist da, glaube ich, einiges passiert in der Zwischenzeit. Auf jeden Fall. Ich meine, vom Gewicht her, das ist richtig schwer. Das hier so, da hängt ein Kabel dran. Das hier, wie man sieht, 1986, erster Prototyp des Powermeters. Da war die Messung, das Messprinzip noch ein ganz klein bisschen anders und wiegt ungefähr gefühlte 10 Kilo. Ich glaube es dir, ja. Kilo. Also das ist quasi das Ergebnis der Studienarbeit von Uli, oder? Ja, genau. Das war dann so seine Diplomarbeit. Wobei, wie gesagt, Messprinzip war damals noch ein kleines bisschen anders, aber wurde dann vereinfacht. Und seitdem messen wir dann über die Dehnmessstreifen und die Messbrücken. Guck mal da an der Wand. Es gibt ja immer wieder Leute, die total auf Gold stehen. Ja, man munkelt, mein Chef wäre auch so. Echt? Ah, okay. Dann wäre das vielleicht was für deinen Chef, weil unserem Chef haben wir damals zum 50. Geburtstag einen echt vergoldeten Powermeter und Power-Control-Gehäuse geschenkt. Okay, zu schade zum Fahren. Deswegen hier. Zu schade. Sowas muss man sich an die Wand hängen.
Gutes Stichwort. Mhm. Ich glaube, der Uli wollte uns auch noch ein bisschen was über die Pedale erzählen. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal, wo er ist. Genau. Ich habe ihn auch, glaube ich, gerade gehört. Ah ja. Lass uns einfach durchgehen. Könnte auch noch kurz in das Chefzimmer reingucken. Hallo. Servus. Hallo.